Wie geht's euch? Geht's euch gut soweit? Ich bin total müde. Ich krieg kein einziges Wort raus heute Morgen. Gebt mir ein paar gute Neuigkeiten. Was steht an in eurem Leben? Ist Schule bald fertig? Oh ja, wann ist Schule fertig in Deutschland? Ich weiß, es ist vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber wann kommen Sommerferien? Schreibt mir jetzt in die Kommentare, was geht ab in eurem Leben? Leute, ich muss ja meine Haare mal schneiden irgendwann. Oh, die gehen mir so auf den Senkel. Oh. Am besten wäre einfach so eine Klatze, wisst ihr? Da muss man sich um einfach gar nichts kümmern. Oder so richtig, richtig kurz. Aber das ist nicht der Plan. Das ist nicht der Plan. Ich mache jetzt auf den Weg zur Schule und ich hoffe, dass heute ein guter Tag wird. Ich glaube, später haben die Jungs noch einen Auftritt heute. Deswegen werde ich da wahrscheinlich sein, ein bisschen mit aufbauen, helfen und filmen. Und dann gehen wir, glaube ich, auch nochmal zu der Improv-Show, wie jede Woche. Und es ist auf alle Fälle ein Freitag und Freitage sind immer gut. Deswegen kann heute gar nichts schief gehen. Und das Wetter scheint heute auch ein wenig besser zu sein als in den letzten Tagen. Aber das werden wir gleich rausfinden. Okay, Mary, I'm heading out. Okay, well, have a good day, and I'll see you when you get home tonight. Thank you very much. Come inside, Ani. Here, Ani. Come on. Bye. Stay here. Ani, stay here. Yeah. Tschüss. Okay, ja, wie gesagt, das Wetter ist ziemlich gut. Yes! Es ist nicht so krass warm wie letzte Woche. Letzte Woche waren hier immer so 20 Grad. Aber trotzdem, es wird besser, Leute. Es wird besser. Oh, was bellst du so rum, hä? Huh? Yeah! Exciting! Wuhu! Yeah! Raphael fährt nach Hause in 2 Wochen, Leute. Ist es nicht abgefahren? In 2 Wochen ist er auf dem Weg nach Brasilien und ich glaube, in 2 Wochen an demselben Tag verlässt auch Jacob Dulu, weil er nach Chicago geht, um dort zu studieren. Dann bin ich noch hier bis zum 21. Juli und dann bin ich auch noch auf dem Weg zu New York irgendwann und die Zeit verrennt so schnell, es ist einfach nur mega verrückt. Raphael hat gestern gesagt, es fühlt sich so an, als wäre es noch gestern gewesen, als wir auf dem See Schlittschuh gefahren sind und Hockey gespielt haben. Aber nein, Leute, es ist einfach schon so lange her an sich und es ist einfach crazy. Ani, es ist crazy, ja. Bald sehen wir uns nicht mehr wieder. Bald sehen wir uns nicht mehr wieder, ja, ich weiß. Ich kann wirklich jedem nur empfehlen, wenn du diese Möglichkeit hast, für ein Jahr in einem anderen Land zu leben, dann bitte, bitte mach es. Du wirst es bereuen, wenn du es nicht machst und dann mit 30 Jahren in deinem Schreibtischstuhl sitzt, in deinem Büro und dir denkst, was wäre eigentlich gewesen, wenn ich damals weggegangen wäre? Macht euch schlau darüber, informiert euch und ihr bereut es nicht. Es ist einfach so eine geile Gelegenheit, die du nur einmal in deinem Leben hast. Meine Sachen sind einfach immer noch nass. Ich habe die heute Morgen aufgehangen und irgendwie werden die nicht trocken. Verdammt. Yo, Jacob, what's up? Hey, I wanted to ask, are you able to, like, or do you want to hang out before we go, or? Sure, I'm ready as soon as you can. Okay, I'll leave in a few minutes and I'll be right there. Sounds great. Ihr habt gehört, Jacob holt mich jetzt gleich ab. Ich bin ready und ich habe gerade noch ein Video gedreht. Wenn alles klar geht, könnt ihr in ein paar Tagen ein Video sehen von mir und Little Rebel. Ich verlinke ihren Kanal jetzt mal genau irgendwie hier. Und wenn alles klappt, mache ich mit ihr ein Video darüber, was das Perfekte daran ist zu reisen. Und wenn ihr Lust habt, schaut bei ihr vorbei, lasst auf alle Fälle ein Abo da, denn es ist sehr cool. Sie macht sehr coole Videos und sie hat auch einen Bezug zu Minnesota, wo ich gerade wohne. Deswegen schaut mal bei ihr vorbei und bleibt ein wenig am Verfolgen, denn bald kommt vielleicht ein Video von mir und ihr. Okay, Mary, see you later. Thank you. Hey there. What's up? Nothing much. Jack und ich mussten ein bisschen Zeit hier verbringen, direkt am See, weil wir noch ein wenig Zeit hatten bis zu deren Auftritt und alles. Und
deswegen haben wir jetzt einfach hier gewartet, ein bisschen am See gequatscht. Das war echt schön, weil habt ihr dieses große Boot gesehen? Das war einfach so beeindruckend. Und wir holen es, glaube ich, Raphael ab. Do we pick up Raphael? Yes. Oh, ja, yeah, wir holen Raphael ab und dann bauen wir alles auf für deren Auftritt und das wird bestimmt richtig cool. Das ist wirklich zum ersten Mal, dass ich zu KFC hier gehe in Amerika, weil wir hatten das bei uns in Deutschland, hatten wir einen Shop in meiner Stadt. Deutschland. Und dann haben die einfach zugemacht. Deutschland. Und ich konnte dann nie wieder hingehen. Deutschland. 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 Ich liebe Deutschland. Ich liebe Deutschland. Deutschland. Yeah. Ich liebe Deutschland. Ich liebe Deutschland. Ich liebe Deutschland. Okay, wir sind angekommen. Das hier ist die Bühne. Excited, boy. Hier könnt ihr sehen, Music Resource Center CD Release. Das heißt, die Jungs kriegen heute auch noch ihre CD und alles. Und das hier ist dein letzter Auftritt und es wird richtig cool. Ihr habt gerade die Bühne gesehen und alles und ich denke, das wird eine Menge Spaß und ich werde auf alle Fälle alles filmen, sodass sie auch darauf zugreifen können, deswegen mehr jetzt keine krassen Shots kommen von William, wie er voll abgeht dort. Das wird einfach nur aus einer Position sein, sodass die Jungs am Ende auch was haben, worauf sie gucken können und ich denke, das wird alles super cool. Oh Gott, meine Kamera ist einfach ausgegangen, weil die Batterie leer war. Ich habe gestern völlig vergessen, sie aufzuladen. Jetzt bei Improv und ich kann leider nicht filmen, das wisst ihr. Ich bin mittlerweile schon wieder zu Hause. Es ist, glaube ich, 12:30 oder so. Ich bin direkt dabei, ins Bett zu gehen. Und ich muss meine Kamera jetzt noch aufladen. Ich ärgere mich so darüber. Ich hoffe, ich habe genügend Material, um noch ein gutes Video hinzukriegen. Ja, ich hoffe einfach darauf. Auf alle Fälle wünsche ich euch eine gute Nacht. Ich hoffe, dass ihr gut schlaft und gut aufwacht. Ich hoffe, dass ihr auf euch aufpasst und wir sehen uns morgen wieder. Und schaut euch meinen Schatten an. Ey, yo.